Und damit ein herzliches Willkommen zur Folge Nummer 6 von Train Fever. So, heute haben wir Freitagabend, der Stream von Dani läuft. Und wir, was machen wir? Wir werden heute den Personenzug Sauerlach-Stünsmühle einführen. Aber was mir nach der letzten Folge aufgefallen ist, beim genauen Hingucken, ist, wir haben jetzt eine doppelte Warnlinie nach Sauerlach. Und das sollte man vielleicht beheben. Das halt nicht über die Straße geliefert wird, sondern wirklich nur über den Zug und dann über die Straße. Weil der geneigte Zuschauer merkt, hier haben wir eine LKW-Waren Sauerlach. Haben wir eingerichtet, habe ich vergessen. Naja gut. Dann nehmen wir einfach diese Linie raus. Und zwar, das ist die hier unten, ne? Genau. Die, die mit 3 Minuten fährt, die verkaufen wir alle. Und nehmen die Linie raus. So, somit muss alles, was Ware ist, jetzt über den Zug transportiert werden. Und dann über die Linie. Des Weiteren möchte ich gerne heute die Gleisbelegung im Bahnhof hier unten ändern. Eisenbahn nur sich. Gut, Eisenbahn. Oh, der ist ja auch noch da, der Kollege. Aha, wir haben einen neuen LKW bekommen, sehr schön. Den können wir verkaufen hier. So, ich möchte jetzt gerne, dass wir hier unsere Kollegen, den Plastikzug, Haltestelle hinzufügen. Der soll einfach über das Signal fahren. Somit habe ich sofort geändert. Die blaue Linie führt weiter durch. Und der Plastikzug, der hält dann auf dem anderen Gleis. So, und rein theoretisch. Ich hoffe jetzt nicht, dass die 17 Dinger losgelaufen sind. Nee, sind sie nicht. Okay. Versuchen Sie mehr Stahl anzuliefern, okay. Na, ist egal. Jetzt haben wir erstmal den ersten Punkt. Ich habe mir so eine kleine To-Do-Liste gemacht. Den ersten Punkt abgearbeitet. Die doppelte Linie Wagen Sauerlach haben wir ersetzt. Straßenfahrzeug 4. Okay. Wir werden jetzt erstmal die Busse ersetzen. Schnell mal Straße. Und zwar. Nee, das machen wir nicht. Wir setzen erst den Personenzug ein. Weil so können wir dann nämlich sagen, okay, die Linie kann raus. Und im Endeffekt können wir die Linie im späteren Zeitpunkt noch verändern. Also verlängern. Das bedeutet. Hier werden wir zwei Depots setzen. Wir nehmen die neue Linie und sagen von hier nach hier oben. Das ist der, jo, das ist der PZ für Personenzug PZ 01 von Stünsmühle nach Sauerlach. Ich guck gerade, auf welches Gleis er fährt, auf das bessere. So, dann bauen wir. Dann werden wir jetzt noch einen schönen Personenzug und zusammenbauen. Die fährt 120, die fährt 120, die fährt 100. 100, 100. 90.
110, 120, 120, 2100. Ich würde sagen, wir nehmen die bayerische S36. Und dazu nehmen wir, tja, der geneigte Zuschauer merkt, die Personenwagen können alle nur 100 fahren. Das ist ja taktisch jetzt unklug. Na, ist egal. So. Wir haben jetzt den Personenzug Sauerlach-Stünzmüller eingerichtet. Wir werden also jetzt uns darum kümmern, dass der ÖPNV alles zum Bahnhof bringt. Da überlege ich gerade, ob wir das komplett mit Straßenbahn lösen. Auf welcher Linie fährst denn du bitte? Die Linie wird sowieso gleich nicht mehr existieren, ist okay. Der müsste dann halt. Sagen wir nehmen jetzt von Stadtmitte. Okay. Ich habe überlegt. Ja. Bleiben wir im anfänglichen Konzept und sagen, der ÖPNV wird per Straßenbahn gelöst. Werden wir das. Okay, ich habe eine Idee. Schritt zwar gerade wieder ein bisschen wenig, aber ist egal jetzt. Nehmen die Stünzmühle SL1. Stünzmühle SL1. Wen haben wir den? Hier, zack, innen. Dann fährt er da hin. Okay. Oh. Gut, alles klar. Wissen wir Bescheid. So. Die Stünzmühler Straßenbahnlinie 1 werden wir umbauen. Und im Endeffekt zum Schluss noch eine Straßenbahnlinie einfach hinzufügen, sodass eine Straßenbahnlinie direkt zum Bahnhof fährt. Und wir werden auch in Stünzmühle jetzt jedenfalls komplett auf Rundstraßenbahn setzen. So. Und ich sage jetzt Straße der Überlandbus von Stünzmühle nach Sauerlach.
So, jetzt habe ich wirklich bin ich im Wagnis eingegangen, weil ich habe uns auf Deutsch gesagt, gute Einnahmequelle stillgelegt. Wie kann ich nur? Jetzt passen wir hier oben den ÖPNV an. Guck mal, Leute, hier ist eine Völkerwanderung im Gange. Und gleiches Prinzip wie in Schünsmühle werden wir jetzt einfach erstmal die SL1 verlängern. Endeffekt. Fällt die da rum und biegt dann jetzt ab, bestimmt, oder? Genau. Fährt einfach hier hin. Nimmt die Haltestelle mit. Nimmt die Haltestelle mit und fährt dann zu ihrer. Okay. Stopp. Tram bitte nur sichtbar, ist die Sauerloch SL1. Du sollst fahren. Die 1 müsste entfernt werden. Und die 1 auch. So. Es wird. Achso. Okay, wir haben ja noch einen Überlang. Das ist der runterfährt. Okay. So. Okay, das wäre der zweite Punkt auf meiner Liste. Wir haben den Personen. So. Ja, gut. Alles klar. Ja. Wir müssen den ÖPNV, glaube ich, auch weiter anpassen. Der hat jetzt 141 Sekunden. Wird erstmal ersetzt. Durch den. Ach du Heilige. Gleiche Thema wie in Stünsmühle, wenn wir jetzt hier auch die Fahrzeuge erneuern. Und dann müssen wir noch ein viertes einsetzen.
So. Der Plastikzug fährt damit 77 und kann 160 mitnehmen. Okay, so machen wir das. Wunderbar. Der Ölzug, den schauen wir uns mal kurz an. Gut. Sehr gut. So. Das haben wir gemacht. Wir werden jetzt in Stünsmühle den ÖPNV weiter ausbauen. Machen wir das wirklich? Ich guck gerade mal. Hier. Oder wir bauen rüber nach Staubing den Zug weiter aus. Ich wäre fast für den Zug, wa? Oder ich knalle auf die Linie nochmal. Eisenbahnstraße. Hier hin. Fahrzeug wählen. Oh komm. Immer neu werden wir die ganze Hütte machen. Wir müssen die Fahrzeuge hier. Da fällt mir nämlich gerade ein, wir müssen die ganzen Fahrzeuge auf den Opel Blitz updaten. Und ich rede viel zu wenig heute. Es tut mir leid. Oh, Holz. Okay. Aber wir sind auch schon wieder bei 18 Minuten. Jetzt habe ich Kohle. Jetzt mache ich das aber noch fertig hier. Kohle habe ich. Stahl müsste ich auch schon haben. So, Stahl haben wir. Dann müssen wir jetzt die Waren noch erneuern. Güter, 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 das Güter. So, machen wir den auch gleich noch. Und ich nehme stark an, dass wir jetzt erst die Ersetzungsperiode durch haben. Also werden wir noch ein bisschen mit den alten Fahrzeugen fahren. Güter, Güter, jawohl. So, er hat eine wahnsinnige Klickarbeit momentan. So, das haben wir gemacht, das haben wir gemacht. So, jetzt haben wir erstmal die lästige Klickarbeit hinter uns. Und jetzt kommt ein neuer Bus. Nee.
Oh, was haben wir denn da gekriegt? Ach, herrje. Da schauen wir uns doch, glaub mal, die Baureihe 61 an. Ja, die würde mich ja nun wiederum interessieren. Wo rennst denn du hin? Wo rennt jetzt dieser Güter hin? Okay. Okay. Naja, lassen rennen. Was ist denn hier los? So, wir wollten uns die Baureihe 61 nämlich angucken, weil ich bin der Meinung, 175, 175, 175. Jetzt brauchen wir auch die passenden Waggons noch dazu. Fragen. Aha, okay. 160. 160. Dann brauche ich ja fast schon zwei von denen. Mit einer Baureihe 61 davor. Tja, was machen wir? Was machen wir? Ist da was? Ich gehe zum Wartesein, aber ein richtiges Warten, sage ich euch so, wie es ist. Wir nehmen die Linie. Und sagen ihm Fahrzeug ersetzen mit der Baureihe 61. Im Moment, da wäre ich fast für die Baureihe 504. Und hau ihn dann die dahinter. Okay. Ich würde das. Werden wir sehen. Mehr als miese machen kann der Uni. Und bei 81 Millionen kann man sich das mal probieren zu leisten. Interessiert mich einfach. Okay. Ich sag mal, für diese Folge soll es das gewesen sein. Ja, in der nächsten Folge schauen wir dann, dass wir den Personenzug weiter nach Straubing ausbauen. Und vielleicht die zweite Route schon hier runter. Durch den Berg, durch nach Stab. Nach Besenthal oder nach Stäbelow. Eins von beiden. So, mal schauen. So, was macht er denn hier eigentlich? Genau, das habe ich mir noch fast gedacht. Okay. Gucken noch mal kurz den Zug hier hinterher. Der fährt da schon wieder. Gut, also wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da, vielleicht ein Abo und einen Kommentar. Und wir sehen uns dann morgen in der nächsten Folge Train Fever. Bis dahin wünsche ich ein schönes Wochenende, eine schöne Nacht, einen schönen guten Morgen. Je nachdem, wann ihr euch das Video anguckt. Und ja, bis zum nächsten Mal.